Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, zu einer weiteren Folge der Apple News, denn in den letzten Tagen ist mal wieder sehr viel passiert. Es gibt unter anderem in den nächsten Tagen ein weiteres Apple-Event, dazu möchte ich so ein bisschen noch weiter ausholen und es gibt neue Leaks zu neuen AirPods der dritten Generation und zu neuen AirPods Pros und noch einiges Interessantes, was so alles mit dem iPhone 12 möglich ist, das natürlich heute in einer weiteren Folge der Apple News. Und kurz weg, falls ihr noch kein Abonnent des Kanals seid und das Ganze hier feiert, würde es mir natürlich extrem freuen, wenn ihr einfach mal kurz auf Abonnieren drückt unter dem Video. Und es wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen hier auch ein sehr, sehr cooles Gewinnspiel kommen. Seid auf jeden Fall gespannt. Ein so cooles Produkt habe ich noch nie verlost. Aber starten wir jetzt mit dem eigentlichen Video. Und hier möchte ich euch als erstes dieses Bild hier zeigen. Das nimmt einfach die Einladung von diesem Apple-Event noch so ein bisschen auseinander. Und hier ist einfach auf jedes Detail in der Einladung so ein bisschen eingegangen. Auf jede Farbe, auf jedes Wort und so weiter. Ich persönlich finde sowas extrem spannend, was man alles so aus der Einladung entnehmen könnte. Klar, das Ganze trifft wahrscheinlich jetzt nicht vollständig so 100% zu. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Was wünscht ihr euch auf dem Apple-Event? Was soll kommen? Also ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall extrem gespannt auf die neuen Macs mit Apple Silicon, denn das ist ja eigentlich das Hauptthema dieses Events. Das ist ja auch schon mehr oder weniger bekannt. Das hat Apple ja auch schon auf der WWDC gesagt, dass dies ja auf jeden Fall noch etwas kommen wird. Laut Bloomberg plant Apple, dass man jetzt hier zum einen ein 13 Zoll MacBook Air sehen wird und auch ein 13 sowie 16 Zoll MacBook Pro. Der Hauptfokus wird hier natürlich auf den Prozessor liegen und zwar auf Apple Silicon. Ein neues Design wird es hier nicht unbedingt geben, das denke ich eher wird dann 2021 vielleicht kommen, aber ich denke aktuell könnte man noch bei dem Design festhalten. Es wäre natürlich schön, hier seht ihr jetzt auch nochmal so die Vorteile von Apple Silicon, ist natürlich zum einen energieeffizienter, somit hat man auch den Vorteil, dass nun die Akkulaufzeit deutlich besser ist. Des Weiteren wird man dadurch auch eine bessere Grafikleistung haben und wir kennen das Ganze ja auch schon so ein bisschen von iOS und zwar kommen dann natürlich auch hier Software und Hardware aus demselben Haus, also alles von Apple und somit kann natürlich beides nochmal deutlich besser aufeinander abgestimmt werden, was natürlich in puncto Performance deutlich nach vorne gehen wird. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was wir dann sehen werden auf dem Event, was Apple da so zeigt, auch an Tests, an Benchmarks und Vergleichen und so weiter, auch mit Intel-Prozessoren, also da bin ich auf jeden Fall wirklich sehr gespannt. Wir werden dann erstmal auf dem Event wahrscheinlich drei neue Macs sehen, die dann präsentiert werden. Es gibt allerdings auch Gerüchte, dass Apple schon an einem weiteren iMac mit Redesign plant. Hier wahrscheinlich ein 21,4 Zoll Modell und dass wahrscheinlich dann auch in naher Zukunft der Mac Pro geupdatet werden soll, denn das ist ja sozusagen das, ja, Monster, wenn es um Performance geht, was Apple so zu bieten hat. Hier gab es auch so ein paar Gerüchte, dass der Mac Pro schrumpfen könnte. Kann ich mir im Moment auch noch nicht so ganz vorstellen. Aber ich würde sagen, das dauert sowieso erstmal noch so ein bisschen. Erstmal werden hier wahrscheinlich die MacBooks geupgradet. Bei den MacBook Pros gibt es hier auch noch ein ganz interessantes Gerücht und zwar geht es hierbei um Adaptive Audio, was wir auch schon vom HomePod kennen. Das heißt, dass die Umgebung so ein bisschen abscannt und je nachdem, wie so die Umgebung aussieht, den Sound auch so ein bisschen anpasst. Ist natürlich auch die Frage, wie gut technisch das sozusagen auch in so einem kleinen Gerät oder so einem portablen Gerät dann möglich ist bzw. überhaupt Sinn macht. Außerdem werden wir auf dem Event wahrscheinlich dann auch erfahren, wann Big Sur, also das neue Betriebssystem für die Macs, dann erscheint. Manche sagen, einen Tag später wird es rauskommen, aber ich denke mal, dass in naher Zukunft, jetzt in den nächsten Tagen, wir hier auf jeden Fall weitere Infos dazu haben werden, wann wir endlich dann oder wann die Macs abgegradet werden können auf das neue Betriebssystem. So viel erstmal zum Event. Ich würde sagen, darauf können wir auf jeden Fall gespannt sein. Das Ganze, wie gesagt, um 19 Uhr deutscher Zeit am Dienstag. Den entsprechenden Link zum Livestream kann ich euch gerne schon mal unten verlinken. Ich glaube, den gibt es schon hier auf YouTube als Reminder. Kommen wir zum nächsten Thema und das sind AirPods. Hier zum einen AirPods der dritten Generation, aber auch AirPods Pro. Und zwar gibt es ja hier auch schon längere Zeit so ein paar Gerüchte, dass die AirPods der dritten Generation ein neues Design bekommen werden. Das Ganze soll so ein bisschen angelehnt sein an das Design der aktuellen AirPods Pro. Also, dass dieser Stick, der aus dem Ohr kommt, einfach nochmal deutlich schlanker sein wird, wie auch bei den AirPods Pro und das komplette Design einfach deutlich kompakter ist. Hier seht ihr jetzt auch noch so ein paar Bilder eingeblendet, die ebenfalls aufgetaucht sind in den letzten Tagen, die das Ganze auch nochmal so ein bisschen untermauern. Außerdem ist auch eine Röntgendarstellung der AirPods 3
aufgetaucht. Das wirkt allerdings so, als wenn das einfach eine Röntgendarstellung von den AirPods Pro ist, die einfach so ein bisschen gestaucht ist, in Photoshop irgendwie so ein bisschen zusammengestaucht wurde. Um das Ganze zeitlich so ein bisschen einzugrenzen, werden die wahrscheinlich dann im ersten Quartal 2021 auf den Markt kommen. Aber zu den AirPods Pros gibt es hier auch noch so ein paar Gerüchte, und zwar wird es auch hier so ein paar Designänderungen wahrscheinlich geben. Hier natürlich die Frage, wann wird das Ganze stattfinden? Aktuell geht man davon aus, eher Ende 2021, vielleicht sogar 2022, aber auf jeden Fall werden die so ein bisschen schlanker, nochmal so ein bisschen kompakter, ähnlich vielleicht wie die Pixel Buds, die man ja von Google kennt, die ja wirklich nochmal deutlich schlanker gehalten sind. Also da kann man auf jeden Fall gespannt sein, aber das wird sich auf jeden Fall noch so ein bisschen hinziehen. Dann ist in den letzten Tagen noch etwas Spezielles aufgetaucht zum iPhone 12 und 12 Pro, was ich ganz interessant finde, und zwar ist eigentlich rein technisch Reverse Wireless Charging möglich. So könnte es zum Beispiel möglich sein, dass die nächsten Generationen der AirPods dieses Feature halt unterstützen, dass man sie einfach per MagSafe auf die Rückseite des iPhones legt und dann werden die AirPods aufgeladen. Könnte auf jeden Fall ganz interessant sein, mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Aber bleiben wir beim iPhone 12, und zwar kommen jetzt bald das iPhone 12 Mini und das iPhone 12 Pro Max raus. Und hier empfehle ich euch, falls euch das Ganze interessiert, einfach mal das Video von The Verge. Die haben nämlich hier ein Hands-on zu den beiden Geräten gemacht und ich muss sagen, das iPhone 12 Mini ist wirklich extrem kompakt, wird, denke ich mal, für viele wirklich richtig gut sein. Also wenn euch das Ganze interessiert, checkt auf jeden Fall mal das Video aus, kann ich euch gerne auch nochmal unten verlinken. Zum iPhone 12 Mini hier auch noch ein ganz interessanter Fakt, und zwar lässt sich das Ganze per MagSafe nur mit maximal 12 Watt aufladen. Die anderen Modelle unterstützen es bis zu 15 Watt. Zu guter Letzt gibt es noch eine News zum iPad Pro, und zwar geht es hier um das Thema Display, und zwar Mini-LED. Das soll wahrscheinlich im nächsten iPad Pro dabei sein und aktuell geht man davon aus, dass im Januar das Ganze produktionsfertig ist, um das Modell dann final im März auf den Markt zu bringen. Also da können wir uns definitiv schon auf etwas freuen, wenn das wirklich so final eintritt. Aber das soll es von dieser heutigen Folge gewesen sein. Ich wünsche euch natürlich wie immer noch einen schönen Tag. Falls ihr weitere Fragen, Anregungen und so weiter habt, stellt sie gerne unten in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert mich, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis dann, macht es gut, ciao!